Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Preisfrage. Was ist besser als ein Paket von Turbine? Ja, okay, wenn man schon so deppert fragt, ist natürlich klar. Die Antwort liegt klar auf der Hand, also auf meiner Hand, in dem Fall im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe nämlich tatsächlich zeitgleich am selben Tag zwei verschiedene Pakete von Turbine bekommen, wovon übrigens eines davon in meiner Postempfangsbox war und ich das zweite extra von der Postfiliale abholen durfte, weil ja aus Dummheitsgründen von der österreichischen Post in dieser Empfangsbox immer nur ein Paket hinterlegt werden darf, obwohl manchmal wirklich auch Platz für ein zweites gewesen wäre und da manche Postler das ja eh auch machen, nämlich genau einen Tag später, aber diejenigen, die da korrekt nach Vorschrift vorgehen, gehen mir brutal auf den Socken. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich habe eben meine beiden Pakete von Turbine bekommen, bin extrem gespannt, weil ich tatsächlich nicht weiß, vor allem, was sich in diesem fast 2 Kilo schweren Paket für mich verstecken soll. Ich habe eine relativ gute Idee, was in dem kleinen Päckchen vielleicht sein könnte und deswegen würde ich sagen, wir schauen da auch gleich am Anfang hinein, ob da jetzt quasi nicht zwangsläufig die dicktätigen Vampire, sondern vielleicht die dicktätigen Casablanca-Freunde in diesem Fall auf mich warten, denn das war eine wirklich tolle, überraschende Ankündigung seitens Turbine, dass sie nämlich den Barbed Wire mit Pamela Anderson jetzt als brandneue 4K-UHD-Edition veröffentlichen. Yes! Und da habe ich nämlich eben neben dem Originalmotiv auch noch ein neu gestaltetes Schuber-Außencover anbieten, das mir persönlich noch einmal um ein Vielfaches besser gefällt. Das Ganze ist eben wie bereits Renfield ein Steelbook in Schuber mit 4K. Bin ich extrem gespannt darauf, was Turbine in diesem Fall aus dem Material rausgeholt hat. Es gibt noch einmal einen verbesserten 5.1 und 2.0 Mix, beziehungsweise dann noch eine Open-Matte 4:3 Retro-Fassung von diesem Film. Wobei in diesem Fall interessanterweise steht hier, das Filmmaterial der Unrated-Fassung gilt leider als verschollen, weswegen diese Szenen dann eben für die Blu-ray-Restauration von einer SD-Quelle eingefügt wurden. Das hatte ich gar nicht so am Schirm, von dem wie ich vor Ewigkeiten damals die Blu-ray-Fassung das erste Mal gesehen habe. Das erklärt dann natürlich auch, wieso nur die Standard-Kino-Fassung mit den quasi 2 Minuten weniger Melonengewackel am Anfang des Films dann auch eben in 4K vorliegt und eben die Unrated-Fassung nur eben als Blu-ray mit halt den hineingeschnittenen Sequenzen. Mocht mir persönlich aber eigentlich in dem Fall relativ wenig, wenn es das Material nicht gibt, dann kann man halt auch nichts machen. War halt natürlich eben bei dem Kino-Release damals dann womöglich auch nicht das große Interesse eben von dem Studio, das Material, das sie ja quasi nicht zeigen konnten oder wollten, irgendwie aufzuheben. Das ist halt etwas, das man damals noch irgendwie nicht am Plan hatte, was man dann mit dem Zeug und mit diesem Material macht, weswegen halt eben so, so viele Sachen vernichtet wurden und dann eben teilweise wirklich nur durch Glück aufgefunden werden. Aber apropos, ich glaube, es ist nur ein Füllmaterial in diesem Fall. damit hatte ich nicht gerechnet. Ein Original, aber hey, ein Original Penthouse-Magazin, wo tatsächlich Making-of-Beiträge zu Flash Gordon drinnen sind. Das ist ja geil. Vielen, vielen, vielen Dank. Das ist, da merkt man eben, das ist kein Füllmaterial, sondern das kommt wirklich auch von Herzen. Da freut man sich. Werbung bis zu Debatte ist noch auf jeder dritten Seite. Werbung für verschiedenste Chick-Marken. Beziehungsweise halt eben wirklich ein ausführlicher Artikel hier über Flash Gordon. Das finde ich echt unglaublich spannend. Vor allem, weil da auch einige wirklich coole Behind-the-Scenes- und Set-Fotos noch drauf sind, die ich jetzt, glaube ich, auf YouTube lieber nicht herzeige, weil wir alle wissen quasi, in welchem Magazin wir uns hier befinden. Das ist ja unglaublich geil. Das macht richtig Spaß. Vielen, vielen Dank. Dann
habe ich in diesem Fall auch noch ein Buch vom lieben Wolf, das ist ja auch geil, die 199 besten Actionfilme und Serien. Und ich liebe es, dass gleich einmal auf der Rückseite natürlich das Bild von meinem absoluten Lieblings-Actionfilm, zumindest aus Amerika ever, ist, nämlich Phantomkommando. Und das Bild von 24 habe ich natürlich auch entdeckt. Das ist eine coole Sache. Ein Buch, von dem ich tatsächlich, also von dessen Existenz ich tatsächlich vorher gar nichts wusste. Aber auf jeden Fall ein cooles Nachschlagewerk mit verschiedensten Kult-Action-Filmen. Was haben wir da? Cold für alle Fälle, Con Air, Hard Rain, Hard Boiled, Die Katze. Und schon bin ich da wieder bei einem deutschen Film aus 1987 mit Götz George, Gudrun Landgräbe, der, okay, es klingelt langsam etwas, dass ich schon mal davon gehört habe, aber auf jeden Fall ein tolles Nachschlagewerk. Schiri, an den kann ich mich noch erinnern, dass ich den ziemlich geil fand, muss ich mal wieder sichten. Auch da vielen, vielen Dank, freue ich mich sehr. Und das tatsächlich, das, womit ich gerechnet habe, was ich wusste, dass noch kommt, weil ich eben Turbine meinen Link zum Flash Gordon Video geschickt habe und dann eben mir der liebe Wolf eben gesagt hat, als Dank, beziehungsweise weil ihnen das Video eben so gut gefallen hat und vor allem, weil sie gemerkt haben, wie sehr ich den Film Flash Gordon liebe, kriege ich dann eben auch noch einmal zum Herzeigen, auch auf dem Kanal, noch andere Cover von diesem Film im Mediabook, eben in diesem Fall dieses wunderschöne gezeichnete Motiv, beziehungsweise bin ich dann gespannt, genau, hier ist dann noch, das ist auch ein absolut großartiges Motiv, quasi diese ganz, ganz klassische Star Wars Kopie, beziehungsweise, jetzt bin ich gespannt, auch das britische, weil wie gesagt, in der E-Mail, mit der ich gerechnet habe, war dann quasi eben nur vom französischen bzw. japanischen Motiv die Rede, aber hier ist auch das britische, damit quasi alle vier Mediabooks von Flash Gordon in meiner Sammlung, da werde ich euch selbstverständlich dann auch noch einmal in einem kleinen Blu-ray-Check-Upgrade auch noch einmal die anderen Cover-Artworks noch einmal im Detail zeigen, weil die natürlich auch absolut großartig gedruckt und verarbeitet sind. Das macht einfach wirklich eine unglaubliche Freude, sich diese unglaublich detaillierten, schönen Retro-Motive anzuschauen. Da habe ich eine Riesenfreude dran. Vielen, vielen lieben Dank an Wolf von Turbine. Auch natürlich vielen Dank für dein Buch. Finde ich auf den ersten Blick auf jeden Fall auch sehr empfehlenswert, falls eben jemand von euch auch so wie ich noch nichts davon gehört hat. Auf jeden Fall ein tolles Nachschlagewerk und natürlich eben auch ein ausführlicher Drehbericht und Hinweis zu Flash Gordon, beziehungsweise dann das neue 4K Steelbook von Barbwire. Da freue ich mich wirklich riesig drüber. Vielen, vielen lieben Dank an Turbine.